empfehlen, in Deckung zu gehen. Nun, das lief gar nicht so schlecht. Macht sie auf euch aufmerksam. Kleriker, kommt mit mir. Selluns Licht wird das Böse vertreiben. Steigt empor, meine Kinder, hoch hinauf und verschlingt die Lebenden. So, so, ich hoffe, bei Jolos ist es auch durch. Jo. Herzlich willkommen zu Let's Play Together Neverwinter. Jonas ist da. Hallo. Und der Devin ist diese Folge noch nicht da. Ich denke mal auch in der nächsten Folge noch nicht. Der kommt später irgendwann. Er hat heute nur leider keine Zeit zum Aufnehmen. Aber dafür hat er gesagt, er hat morgen Zeit. Ich nehme die normalen Elfen. Yep. Können wir verlassen. Gucken wir uns mal an hier. Okay, dann gehen wir auch weiter. Was haben wir denn hier? Wachsamer Waldläufer. Gucken wir mal. Schützender Kämpfer. Auch nicht. Demnächst verfügbar gibt's auch. Ich nicht Waldkämpfer. Ich würde dir gerne Trickser Schurke nehmen, aber die kenne ich leider schon, deswegen ist es ein bisschen öde. Ja, ich nehme den wachsamen Waldläufer. Und ich hab's leider schon Trickser Schurke Level 41. Jawohl. Deswegen würde ich jetzt mal als Outlook rausgehen wollen. Ah. Stärke. Ja. Gute, ja, würde ich sagen. Könnte man so lassen, oder? Ja, ich lasse einfach mal, die sind schon richtig so. Ja, lasse ich jetzt auch mal. So, dann. Passen Aussehen. Da. Oh, man kann ja hier einiges anpassen. Kopfform natürlich. Kopfform. Hm.
Eine Glatze. bei den Haaren bin ich jetzt auch, aber... Irokesenschnitt, alter Vater. Telefon halt die Fresse. Gucken mal. Die Frisur gefällt mir nicht, da gefällt mir die hier besser. Die ist auch ein bisschen... Naja. Okay, dann lassen wir das. Die Augen. Natürlich 11. Ja, komm mal. Lass mal so. Alter, was sind das für Tattoos? Das sieht ja boah aus. Naja. Narben. Auge links, das erinnert mich gerade ein bisschen an Katharina aus, lol. Ne? Ja. Ich glaub, Tattoos. Ich glaube, das lasse ich sogar. Auge links. Blind oder was? Nee, Narben. Auge so. Links. Du kannst dich ja blind lassen, ne? Haben die nicht braune, sondern so richtig weiße Pupillen. Die richtig krank aus. Nö. Das können wir eigentlich auch so lassen. Körpermaße, stimmt schon. Brustgröße. Oh, Jonas. Was der Jonas können wir den einstellen? Ja, ich sehe es, aber dass du da hellhörig wirst. Lass mich. Dass du da hellhörig wirst. Was? Fußdicke? What the fuck? Du kannst sie auch ohne Rüstung anzeigen lassen, ne? Da kannst du vielleicht besser. Probieren wir hier mal ein bisschen rum. Weiter. Ne? So ungefähr. Ja, ich komme aus den Inseln. Ja, lass mir so. Oder? Ja, ich komme. Bei den Inseln, ne? Wird es hören. Ne, weil wird wäre zu langweilig. Götterglaube. Götterglaube, was nimmt man da? Jonas. Ich überleg grad noch. Ich glaube, ich nehme Shantor. Keine Ahnung. Tempos, oder? Oder Amunator. Hört sich auch nicht schlecht an. Ja, oder wir... Ja, komm, nehmen wir den. Wen? Tempus? Nein. Amunator. Der helle? Ja. Und Charaktername. Und wo wollen wir da spawnen? Bei den Volkdörflern? Hä? Volkdörflern oder was hast du genommen? Bei den Inseln? Die Insel da. Die einsame Insel da. Unter Gave. Die Munche. Ja, und da kannst du auch nochmal was aussehen da. Was sehen wir denn da? Nordlandkrieger nehme ich. Ja, ich auch. Weiter. Was haben wir denn? Biografie. Nein, das ist. Stufe 1. So, mal sehen, ob der Name Asura schon. Die optionale wird im Charakterbogen angezeigt und ist für alle Spieler sichtbar. Da fülle ich jetzt mal nichts aus. Abenteuer beginnen. Schweiz.
Ladebildschirm. Ist euch gut? Zum Bewegen werden die WASD-Tasten verwendet. Ja, und Moment kurz, ich muss kurz mal die Aufnahme unterbrechen. Okay, dann bin ich zurück in der Aufnahme. Durch Drücken der F-Taste kann mit dem Gefreiten Wilfred gesprochen werden. Ja, den Göttern sei Dank. So wie sich der Drachenlich auf das Schiff gestürzt hat, habe ich schon befürchtet, dass es wohl niemand überlebt hat. Was bringt euch in solch unruhigen Zeiten nach Neverwinter? Neverwinter ist meine Heimat, oder? Hä? Ja, ich rede hier gerade mit dem Befreiten. Was hast denn du da genommen? Keine Ahnung. Ich nehme mein Neverwinter. Willkommen zu Hause, sozusagen. Keine sehr glückliche Rückkehr. Der Questpfad führt zum nächsten Ziel. Er kann mit der Y-Taste ein- und ausgeblendet werden. Auf der Karte werden Wegpunkte angezeigt, die die Questziele kennzeichnen. Jonas, wie heißt du? Clarissa. Wo bist du denn jetzt? Bist du schon weiter oder was? Bin die jetzt Interaktion hier, mit Charakteren und Objekten erfolgt über die F-Taste. Lol. Ich hab grad einen langen Bogen bekommen. Achso, ja, ich bin schon ein bisschen weiter. Klingen kann ich auch noch nicht. Aber hier. Drücke I, um das Inventar zu öffnen. Durch Doppelklick wird der entsprechende Gegenstand angelegt. Zombie-Schnetzeln macht Spaß. Mit der F2-Taste kann zwischen den Modi für Mauszeiger und Maussteuerung gewechselt werden. Okay. Die Questverfolgung zeigt aktuelle Questziele an. Okay. So, BK Klerika, ich bin nur ein chilliger Freihandkämpfer. So, ich gehe um mein Dorf, ne? Lagerfeuer sind Ruhezonen, in denen sich nicht im Kampf befindliche Abenteurer heilen können. Da bin ich schon ein bisschen weiter, ich schnetze hier gerade irgendwelche Zombies. Freut mich, euch zu treffen. Schön, dass es bei dem schrecklichen Angriff auch... Auch wenn wir die Haupttruppen Belindras aufhalten konnten, sind die Kämpfe noch lange nicht vorbei. Das Schlachtfeld ist übersät mit umherstreunenden Untoten, die in den Kämpfen ihre Herren verloren haben. Links klicken, um schnelles Schießen anzuwenden. Von denen? Gar keine eigentlich. Du musst einfach nur die Toten, die Kerle, die am Boden liegen. Warte dann da, wo man die Quest abgibt, ne? Ich brauche einen Heiler! Danke. Jo. Geh beim toten Drachen. Weitergehen. Ich bin verletzt. Danke. Ich brauche einen Kleriker. Zwei von dreien habe ich jetzt. Danke. Schlagwirbel. Ich muss
ich da zu dem Lager gehen? Wir hatten Glück, dass wir Velindras an... Danke für die Hilfe mit unseren... Die durch Aufsteigen neu zugänglichen Optionen. Leider habe ich eine schreckliche Aufgabe für euch. Wichtige Quests angekündigt. So, du bist wo jetzt? Beim Drachen. Muss da ein bisschen weitergehen. Muss die Quest mit den Fallen annehmen und dann warte ich da. Ja, ich... Nicht zu übersehen. Rechts klicken, um teilender Schuss anzuwenden. Hier ist der tote Drache. Wo bist du hier? Auf dem Drachen. Bei mir. Vor mir steht ein Markus. Der steht neben mir. Dann würde ich sagen, warten wir in der Stadt. Oder warte, stopp, Stimmung, bleib mal da. Geh mal auf F2, dann hast du rechts oben neben der Karte so einen blauen Stein, so einen Stein mit dem blauen blauen Kreis, ne? Ja. Was hast du für eine Instanz? Klick mal da drauf und dann steht da, was du für eine Instanz hast. Bei mir steht 9. Instanz 9? Ja. Ja auch. Oder? Warte, ich geh mal kurz wechseln. Warte. Warte, ich geh auf 9, warte mal. Ja, ich bin auch gerade auf 9 gewechselt. Da ist da steht ein klares A. Ja, wunderbar. Ich steh direkt neben dir. Wie gesagt haben. Okay, dann kommen wir jetzt auf. Das ist der Tote. Nein, ich bin nicht mit dir. Kann ich ein Duell dich? Warte mal, bleib mal stehen. Schade, ich kann dich nicht zum Duell herausfordern. Und ich soll Pfeile in dem Fass ablegen. Kannst du aber auch ausmachen, die Spuren, ne? Also ich hab's ausgemacht. Ich hab's jetzt mal an. So, Ziel öffnen. Mitgefreit, keine Ahnung. Wir müssen die Magier zurückdrängen. Danke für eure Hilfe. Horden von Untoten greifen Neverwinter an. Sie strömen aus Burg Never und über die Brücke des schlafenden Drachen. Wenn die Brücke fällt, ist das Herz unserer Stadt, die Protectors Enclave, ihnen schutzlos ausgeliefert. Ich muss mich hier um die roten Magier kümmern. Bitte helft ihr den Verteidigern auf der Brücke. Vernichtet die untoten Soldaten am Tor Nirkensieg Q, um mit Flucht des Plünderers den Feinden auszuweichen und Distanz zu schaffen. Boah, Alter. Was denn? Ich hab grad mal Q gedrückt, weil er es gesagt hat. Alter, holla, wie er so. Denk dran, du hast auch noch rechte Maustaste, ne? Und du hast da zwei Spells. Autotext. Läuft. Den Part müssen wir jetzt alleine machen, der hinter der Tür ist, glaube ich. Warte ich mal bei dem Wilfried. Gefreiter, keine Ahnung. Den Part müssen wir jetzt alleine machen, soweit ich das weiß. Der wird aber auch mies. Ach, hallo. Ihr wirkt schon wesentlich frischer als unten am Strand. Hab doch gesagt, ein warmes Feuer wird euch gut tun. Oder wie meine Mutter immer zu sagen pflegte, warme Kleidung bringt ein warmes Herz. Ihr habt genug Skelette aus dem Weg geräumt, sodass wir es durch das Tor schaffen sollten. Linkletter hat mir einige Heiltränke für euch gegeben. Ihr werdet sie vielleicht auf der Brücke brauchen.
Wer die Texte unbedingt lesen will, kann ja kurz pausieren, weil ich kenne die leider alle schon. Das ist ein bisschen langweilig. Ich habe die Texte alle. Durch Linksklick auf einen Ort kann dorthin gereist werden. Ich hab die alle übersprungen. Deswegen. Ja, ich auch. Das mache ich aber immer. Das mache ich, egal ob ich das Spiel zum ersten Mal spiele oder nicht. Ich meine ja nur so. Sie stecken in Schwierigkeiten, wir müssen ihnen helfen! Wie gesagt, das müssen wir alle alleine machen, oder das sollte ja nicht so das Problem sein. Drücken Sie zweimal in eine beliebige Richtung, um Angriffen von Feinden auszuweichen. Alter. Oh, mein FPS leiden. Achtung, Bogenschützen! Sie können nicht abrollen, wenn Ihre Ausdauer zu niedrig ist. Das nimmt gar kein Ende! Gut, dass es hier keine Mana gibt, sondern einfach nur Cooldown. Und wo bist du? Gerade. Ich bin gerade direkt auf der Treppe. Wenn du vorne im großen Holztor bist, dann solltest du mal ganz kurz, wartest du mal da, weil dann kommt ein kleiner Zwischenfrequenz. Ja, ja. Da kommt plötzlich eine Todeshexerfrau, danach kommt so eine kleine Zwischensequenz. Das sollte ein bisschen aufpassen. Ah ja, Vater muss die eindämmliche Fosse. Davor warten wir, weil dann kommt die Sequenz, glaube ich. Ja, ich bin gerade bei dir. Ja, ja. Ich kann so stören, aber danach. Meine ich. Oder kurz danach. Stunde 4 steht erreicht. Wie weit bist du? Drücken Sie 1, um mit jedem Schuss eine erschütternde Implosion am Boden zu entladen, die Gegner heranzieht und verletzt. Die andere Hexe. Ja, was? Noch eine? Aber die bekämpft sie leider nicht. Ihre tägliche Kraft kommt die aus dem Trailer. Denn ihre Aktionsformate folgt. Das Torhaus! Wir schaffen es! Okay, wenn das große Holz so aufgeht, hast du nur Zwischenwitz. Als wachsamer Waldläufer erhaltet ihr tägliche Kräfte, die nur einen Teil eurer Aktionspunkte verbrauchen. Lass jetzt gegen das dicke Brocken kämpfen. Den Verbotenen. Ich bin jetzt gerade noch genau auf der Holzbrücke jetzt. Jetzt geht's Tor auf. Verlinder! Ja, könntest du bitte aufhören, so Damage zu drücken? Dankeschön. Oh! Jetzt kommt der Riesenbrocken. Boah, Junge. Na, ja, da sind die Bosse. Das war Melinda aus dem Trailer, die Frau daneben. Und dem sein Leben regeneriert sich oder was? Ich komm nicht. Alles gut. Oh, es tut mir leid, Wilfried.
Alter! Der ist jedes Mal voller, wenn der zurückgeht. Ja, never return. Darf den nicht ausweichen oder was? Lass den nur, du musst nur da stehen, dass der nicht auf dem Trail, dass der nicht. Sagen, wir machen auch gleich einen Cut. Ja. Gleich 30 Minuten voll, damit wir auch eine Konstante haben. Heute kann mich der Trail aufgerufen werden. Also das Tutorial haben wir jetzt durch. Das ist Protected Enclave von innen. Trailer habt ihr schon die von außen gesehen. Jetzt seid ihr drin in Protected Enclave. Hier ist gefreiter Wilfried oder keine Ahnung. Ja, ja, der stirbt jetzt. Es tut mir leid. Ihr müsst sie aufhalten. Wunderschöne Stadt und so. Ja. Ich trinke einen Schluck. Oh, Neverwinter. Also Leute, ich kann ja schon mal sagen, das Let's Play wird nicht so wie bei mir League of Legends jeden Tag kommen, sondern an bestimmten Tagen. Ich werde mal mein Telefon jetzt ausschalten. Da komm, geh aus. Danke. So, Ladebildschirm immer noch. Nach dem Ladebildschirm gucken wir auch noch mal kurz da rein und dann. Ja, wir haben noch eine Minute 51, ungefähr anderthalb Minuten. Okay. Ah, der Jonas hat ja die Timer. Ein Sigi. Komm in den Neverwinter. Achso, ich muss erstmal zur Post. Ja, okay. Wäre jetzt mal schön, wenn ich aus dem Ladebildschirm rauskommen würde. Protectors Endlife wird geladen. Okay. Boah, Alter, hier habe ich FPS-Einbrüche wie... Ja, das ist... Das ist auch nur in der Stadt, weil die ziemlich knallvoll ist. Oft. Okay, Leute, also... Bitte nicht wundern. Warte. Wo ist hier Post? Wo musst du denn... oben, F2, da hast du oben so ein Postsymbol, dann kannst du da draufklicken. Aber das ist ein Gegenstand, die kannst du nicht aufnehmen. Weil du erst zur Postfrau musst. Die ist direkt am Aktionshaus. Das sich da befindet. Das da. Ist wo? Folge mir. Oh, weil es fällt. Wie kann man vorher laufen? Mit Shift. Also das ist dann deine. Dein Sprinten. Boah, Leute, ich will auch an die Post. Oder drin steht er. Irgendwo da drin steht er. Ich hab ihn gefunden. Ich dann auf. Da haben wir den Schimpf bekommen. So, 4, 3. Also Leute, ne? Noch eben Post bekommen. Dann wünsche ich. Dann war's das erstmal mit der ersten Aufnahme. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ja. Kann es euch nur empfehlen. Wenn ihr dazu vielleicht auch spielt, könnt ihr mich ja enden. Also ich hab da kein Problem. Auch mal zusammen. Ich auch, ihr habt ja meinen Namen gesehen. Jo, dann viel Spaß und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Jo, bis dann. Ciao.